Moin Leute, Magitex extra Unboxing Battlezeit. Auf jeder Seite gibt 5 Booster. Ich habe noch einen übrig, den werde ich am Ende öffnen, denke ich mal. Genau. 5 Booster. So, schon hier noch ein bisschen höher. Gut, wir fangen mit der linken Seite an. Die linke Seite gelegt vor. Zieht rechte Seite nach. Let's do it. Also ich bewerte nicht nach Stats, ich mache nach den Spielern, wo ich denke, die Spieler können es machen. Pekarik, Khaled, Naray, Testro, Dortmund, Chiba gegen Borussia Dortmund, mega stark. Ilzanka, Kostli, Meffert. Grifo. Dil Rousson ist auch ganz nice, ja. Und dann steht hier schon Dodi Lücke Bacchio. Also ich nehme jetzt Lücke Bacchio mit. Der Booster war jetzt nicht so berauschend, aber Meshex extra ist eher so eher die Squad Updates dabei. Genau, Lücke Bacchio geht ins Rennen. Ich nehme jetzt hier nicht mit, weil er die Special Karte ist, sondern weil er für mein Empfinden einfach besser ist. Also der Beste ist auf dem Booster, möchte ich sagen. Zum Beispiel ein Erik Berko schlägt ihn natürlich auch nicht, weil ja, es ist schwer ihn zu schlagen. Jetzt hat Lücke Bacchio diese Saison richtig gut. Berko, Müller, Zuber, ja. Adams sehe ich noch nicht auf dem Niveau. Diese Saison auch Tonjanschke leider nicht. Griesbeck nicht, nein, Ruel auch nicht. Jedwai könnte man sagen, aber nein. Retzos könnte auch sein, aber nein. Player. Hedrick hält, ja gut, das ist gelaufen. 0-1 für die linke Seite, Hedrick hält, steht Hedrick hält. War er damit diese Saison den Hedrick gemacht? Ja, schon fast, glaube ich, hätte fast 2 gehabt. 0-1 für die rechte Seite. Ich hoffe jetzt, es bleibt bis zum Ende spannend und geht nicht schnell 0-5 für die eine Seite aus, zum Beispiel, oder 1-4. Okay. Robin Knochel. Röser, nein, denke ich mal nicht. Anderson kennen auch viele, aber ich denke mal auch nicht. Lovren, nein. Hermann könnte man so. Haraguchi, dieses so eine absolute Katastrophe. Correa, Baumgartlinger, Chibama. Ja, da würde ich sagen, Sabitzer ist hier der beste, Leute, weil. Oder Chibama, Sabitzer. Ich lasse erstmal beide liegen. Sabitzer und Chibama. Stimmt der? Nein. Drexler. Brunner? Nee. Nastasic steck ich mal um. Guerrero leg ich mal raus. Zrelak. Kohn. Müller. Thomas Delaney. Alexander Schöpf eher weniger. Also, ich habe aufgrund des Duos, ja, ich schick Delaney gegen Sabitzer ins Rennen. Und ja, der macht für mich dieses Saison einen besseren Job. 0-2. Auch nicht, das eben nicht mit Dortmund-Brille gesehen. Sondern einfach nur so meine Bewertung, was diese Saison. Weil Sabitzer war auch diese Saison viel verletzt, mehrere Zeit länger verletzt. Und ja. Kalaradik, Clement, Wooten, Sosa, Pulisic, ja. Schmidt. Fährmann, Kruse, Yvonne, Ndika, richtig guter Mann, Höfler, ja, aber ich schicke Christian Pulisic ins Rennen. Genau. Hallo? Hichan, Hochscheid, Kedira, oh, sehr knapp mit dieser Saison, besser, sorry. Campino, oh, Sancho, Jaden Sancho,
Marc, Olli, Cam. Also ich lasse ja Sancho liegen. Sancho gegen Pulisic, ja, macht Sancho den Punkt. Somit hat die rechte Seite schon 0 zu 3 gewonnen. Aber Leute, wir beenden das Game natürlich hier noch. Entweder machen wir es fertig oder nicht, und wir machen es natürlich fertig. Oh, Rebic, nice. Born, Dreiland, Bentaleb, Davis, Spül, Röcher, Mühling, Heinz, Konoplyanka, brauchen wir uns nichts vormachen. Denke ich mal, ist Ante Rebic. Beste Wahl. William, Heller, Bransen, Rensing, Auguste, Weidand, Leis, Abraschi. Esser macht's auch nicht. Oh, scheiße, Marco Reus. Ja, Marco Reus macht's aus Doppel. Ohne Doppelbrille gesehen ist er besser gewesen diese Saison. Als Rebic, aber beide haben eine extrem gute Form. 0 zu 4. Ich habe am Anfang noch gesagt, hoffentlich wird es nicht so eine einseitige 0 zu 4 Nummer. Nun ist es leider so gekommen. Ach man, ey. Ja, aber es ist ein Unboxing-Battle. Meier. Sakai, Breitkreuz, Tyler Adams, Schäfer, Verhoek, Hedwey, Müller, Reece Nelson und Hinterseher. Dann nehme ich Hinterseher mit, der macht diese Saison einfach die besser, richtig gute Spiele für VfB Bochum. Ist natürlich jetzt einfacher zu schlagen als manch anderer. Gelsen, Fernandes, Clemens, Klos, Skripski, Toprak, Rafinha, Pereira, Shahin, Usami. Ich gebe einfach mal Hinterseher den Punkt. Das Unboxing-Battle geht 1 zu 4 aus. Doch den einen Booster lassen wir uns jetzt nicht lumpen. Öffnen wir auch noch. Komm. Das ist jetzt nicht der 37 als Unboxing-Battle ein. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ciao, ciao.